Einen wunderschönen guten Tag, Erpe-Freunde. Ich grüße euch. Heute eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie. Was? Gönnt sich Apple? Wohl mit dem iPhone 15. Ich habe es erst ignoriert, weil ich dachte, ist noch nicht bestätigt. Aber nun kam noch mein zweiter Bericht von Golem. Der erste, der war von heise.de und es geht um USB-C beim iPhone 15. Wir nehmen es Golem, einfach weil die halt zuletzt geschrieben hatten. Ich wollte es ignorieren vorhin, ich wollte es verdrängen. Ich hab gesagt, nein, 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 das wird, das darf Apple nicht bringen. Das kann nicht sein, dass die jetzt mit so einer dreisten Aktion die EU-Vorgabe umgehen. Falls die einen oder anderen das tatsächlich nicht mitbekommen haben, Freunde, die EU hat jetzt vorgeschrieben. Nicht ab sofort, sondern ab später, ne, wenn schon, denn schon. Dass jetzt alle Geräte halt auf USB-C setzen müssen. Und mit allen Geräten meinte die EU eigentlich Apple. Das bedingt jetzt natürlich nicht nur Smartphones, sondern auch so Kopfhörer zum Beispiel. Aber zumindest bei dem Thema Smartphone ging es eigentlich nur um Apple. Denn der einzige Hersteller, der heute nicht auf USB-C setzt, das ist nun mal Apple. So. Und Lightning hat jetzt nicht irgendwelche Vorteile. Hier mein iPhone 12 Pro zum Beispiel. Lightning-Anschluss. Bringt keinen Vorteil. Verpolungssicher ist der USB-C-Anschluss ebenfalls. Das heißt, ihr könnt ihn so rum reinstecken oder so rum, eventuell aber auch so rum. Je nachdem, wie das Wetter ist. Und auf den USB-Standard setzt Lightning ja letztendlich auch. Allerdings auf den veralteten USB 2.0-Standard, weshalb Lightning traditionell langsamer ist als moderne USB-C 3-Anschlüsse. Hey, warum aktuelle Technik verbauen, die kompatibel ist, Freunde? Wenn man auch inkompatible alte Technik verbauen kann. Und wenn jetzt jemand fragt, ja, aber Apple ist doch eigentlich das Beste. Warum sollten die inkompatible alte Technik verbauen? Nun, die Begründung ist super einfach, weil Apple daran kaching abkassiert. Denn dadurch, dass ja 99% aller auf der Welt existierenden Kabel nun mal mit einem iPhone inkompatibel sind. Und im Übrigen, ja, es ist zum verrückt werden, mit diesen dämlichen Lightning-Kabeln klarkommen zu müssen. Ich meine, da kommt noch die ganze Software dazu, ne? Da fängt ja das Ausrasten erstmal so richtig an. Aber bis dahin quält man sich damit ab, ne, wenn man mal so ein Lightning-Kabel verlegt hat. Klar, USB-C-Kabel habe ich überall rumliegen, aber die gehen ja natürlich nicht. Weil Apple gesagt hat, Leute, dass wir euch bis zum Abwinken stressen, nehmen wir in Kauf, solange ihr halt unseren Plunder kauft. Man kann auch Lightning-Kabel von Drittanbietern bestellen. Das ist ja auch gar kein Problem. Und nun versucht Apple hier, zwei Fliegen mit einer Klappe zu erledigen. Also dieses leidige Problem, dass man sich hier immer nicht zertifiziertes Zubehör von Drittanbietern kauft. Nicht zertifiziert heißt bei Apple im Übrigen, es ist besser. Es ist günstiger. Ich sag ja nur diese 850-Euro-Rollen für einen Mac oder 800, was die kosten. Ohne Feststellbremse. Also ich dachte wirklich, die haben ein Rad ab. Ihr kriegt irgendwie Möbelrollen, kriegt da einen Needle zu kaufen für 5 Euro. Die haben eine Feststellbremse. Aber Apple kriegt das bei 800 Euro nicht gebacken. Das heißt, wenn ihr dann euren Mac, ne, der sonst auf Füßen steht, Füße sind übrigens billiger, die kosten nur was bei 300 Euro. Wenn ihr dann euren geliebten, teuren Mac auf die Rollen setzt und der Boden ist leicht abschüssig, dann rollt der weg. Das kann man nicht verhindern. Weil er keine Feststellbremsen hat. Stellt euch mal vor, Apple produziert morgen Kinderwaren. Hohoho, Freunde. Ich glaube, schneller könnte man die Menschheitsgeschichte nicht abschließen. Aber jetzt zu USB-C und den zwei Fliegen. iPhone 15 benötigt angeblich zertifizierte USB-C-Kabel. Damit das kommende iPhone 15 mit USB-C seine volle Geschwindigkeit erreicht, werden angeblich MFI-zertifizierte Kabel benötigt. MFI ist die Abkürzung für das Zertifizierungsprogramm Made for iPhone. Ich sage immer Made for the Mülltonne. Damit können Drittanbieter, denn warum ich das sage, nun weil man sich ausmalen kann, dass wenn man Zubehör produziert, welches aber eigentlich nur zu einem Gerät passt und es halt zu der restlichen Welt inkompatibel ist, produziert man ja natürlich mehr Schrott. Ich habe 2, 3, 4, 5 Telefone, aber ein Kabel und das ist in Ordnung. Aber habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Telefone und da ist ein iPhone dabei, brauche ich mindestens 2 Kabel. Da komme ich nicht anders drumherum. Damit können Drittanbieter demonstrieren, dass ihr Produkte mit Apple-Geräten kompatibel sind. USB-C, Freunde, das ist so lächerlich. Es geht darum, dass Apple sich endlich dem weltweiten Standard USB-C anschließt. Es gab schon mal eine Initiative, ich glaube 2010 auf EU-Ebene wohlgemerkt. Und das wurde dann ganz plötzlich, wurde das eingestampft. Und das, nachdem das eigentlich schon so beinahe fast durch war, dass alle anderen Hersteller das bereits umgesetzt hatten. Außer einer. Natürlich Apple. Die kam dann mit Lightning um die Ecke und übrigens mit der Begründung, wenn man anfängt, das zu standardisieren, dann würde man ja Entwicklung und Innovation hemmen. Das sagt Apple! Apple, die jetzt eventuell möglicherweise vorhaben, ein faltbares Gerät zu entwickeln, nachdem Samsung ein faltbares Gerät nun schon in der 4. Generation veröffentlicht hat und nun Rollable Displays aktuell werden. Da gibt es schon die ersten Prototypen. Es kann sogar sein, dass es das erste Rollable Smartphone in Serie gibt, während Apple gerade noch an den ersten faltbaren Gerät entwickelt. Die sind so weit abgehangen, das ist nicht mehr feierlich. Und das hat nichts mit Apple-Hate zu tun. Das Einzige, was den Apple-Fanboys jetzt noch einfällt,
weil sie einfach nicht einsehen können, dass Apple technisch gesehen, vor allem aber im Bereich Innovation, so dermaßen hinterherhängt. Es tut ja schon weh, wenn ich Witze darüber mache, weil das Fremdschämen, das ist bei mir auf dem Level, Freunde. Ich bin beinahe reif für die Klapper. Shrimp Apple Pro schreibt, dass USB-C-Kabel ohne diese Zertifizierung in der Übertragungsgeschwindigkeit herabgesetzt würden. Das heißt, wenn ihr nicht ein Original Apple USB-C-Kabel verwendet, dann wird die Übertragungsgeschwindigkeit eingeschränkt. Ohne Sinn. Und Freunde, Apple entwickelt gerade einen Chip und die entsprechenden Kabel dazu. Das muss diese hochgelobte Innovationskraft sein. Der Chip kommt in das Smartphone und das Kabel kommt in die Läden. Für 49,99, 1 Meter Länge. Man darf gespannt sein. Vielleicht noch mehr im Preis und kürzer in der Länge. Ein halber Meter vielleicht. Für 63 Euro. Apple lässt sich da bestimmt noch was einfallen, Freunde. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieser Aufwand. Wir haben ein Problem mit Ressourcen. Wir haben ein Problem, dass uns die Umwelt gerade mal um die Ohren fliegt. Wir haben ein Problem mit verseuchtem Wasser und verschmutzter Luft, Freunde. Wir haben ein Problem mit Artensterben und wir haben ein Problem damit, dass der Planet halt so ein bisschen endlich ist. Das ist irgendwann abgebaut. Und Apple entwickelt jetzt, und das sind jetzt zwei voneinander unabhängige Quellen, die das halt behaupten, dass Apple jetzt einen Chip extra entwickelt und da jetzt Ingenieurs-Innovationskraft bindet, nur damit man halt nicht auf die Idee kommt, ein USB-C-Kabel dann zu benutzen, was man bereits hat. Und stattdessen halt noch eins kauft bei Apple, damit man dann zwei hat oder drei. Man braucht ja noch ein Ersatzkabel für die Arbeit. Das ist einfach unfassbar. Und der Sinn dahinter ist natürlich klar, du sollst dein Kabel nicht irgendwo im Laden kaufen für 99 Cent, sondern du sollst es für 99,99 direkt bei Apple kaufen. Habt ihr mal gesehen, die Preise, was Apple für Kabel will? Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte zuvor gemeldet, dass mit dem USB-C-Anschlüssen in den iPhone 15 USB 2.0 Übertragungsgeschwindigkeit, achso, nee, das ist was anderes. Ja, boah, das... Das wäre auch hardcore. Das war Ming-Chin Kuo, der halt noch gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Da ist aber der neue USB-C-Anschluss dann auch immer noch auf USB 2 halt basiert, Freunde. Und wir wissen, das iPhone 14 kostet jetzt schon 1000 Euro, also kostet das iPhone 15 auch mindestens 1000 Euro, wenn nicht dann 1100. Und dann kommen die immer noch mit USB 2.0 um die Ecke. Während selbst Gigaset, ne, im letzten GX5, was ich glaube ich vorgestellt hatte, selbst die hatten USB 3. Also wow. Okay, ich will mal nicht so sehr darauf abgehen, das Video ist schon viel zu lang. Es ist halt noch nicht bestätigt, es sind nur Gerüchte. Aber ich hatte bereits im letzten Video über das Thema, hatte ich gemutmaßt, dass Apple sich irgendwas einfallen lässt, um diese EU-Verordnung zu umgehen. Denn für Apple ist das einfach ein super Geschäft, das Geschäft mit dem Zubehör. Und wir wissen, Apple verzichtet nicht freiwillig auf irgendein Geschäft. Die werden sich ja mit Händen und Füßen den App Store zu öffnen, weil die dann halt die 30% nicht mehr von der Softwareentwicklung abkassieren können. Das ist ja alles auch noch so, das schwebt ja noch mit den Kabeln, mit den Netzteilen und mit diesen, es gibt ja auch Handyhüllen, ne? Die kosten ja, wow, das ist fast eine Silikonhülle. Silikonhülle, Freunde, das sind Cent-Produkte, was der Apple verlangt. Das ist echt nicht normal. Nur da kann man ja auch bei anderen Anbietern was kaufen. Aber hier eine Inkompatibilität zu forcieren, nämlich dass euer USB-C-Kabel, was ihr ohnehin schon habt, Highspeed, mit allen drum dran, mit jedem Zertifikat, habt ihr vielleicht so richtig Geld hingelegt, was so eine Marke ist. Dass das dann mit dem iPhone 15 nicht richtig funktioniert, dass dann die Übertragungsgeschwindigkeit absichtlich von Apple gesenkt wird, nur damit ihr gezwungen seid, ein Kabel für viel, viel mehr Geld bei Apple zu kaufen. Freunde, jetzt mal ernsthaft. Also wenn das so kommt, wie gesagt, ich hab's schon vermutet und dann kommt dieser Artikel hier. Den haben sie bestimmt nicht wegen mir geschrieben. Und ich kann mir echt vorstellen, weil es würde mega in die Strategie von Apple passen. Weil die ja die ganze Zeit ähnliche Strategien fahren. Weil ja auch jetzt schon Teile wie die Kameras, Display, dass die ja verheiratet werden mit den Mainboards, dass ihr eben nicht einfach so die Teile tauschen könnt. Nicht mal mit original Apple Ersatzteilen. Weil mich das iPhone 14 trotzdem dann euch sagt, das wäre nicht ein original Ersatzteil von Apple. Damit die Geräte natürlich noch schwerer zu reparieren sind, vor allem von unabhängigen freien Werkstätten. Ich verlinke euch mal die Quelle in der Videobeschreibung. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf abgehen. Das könnt ihr gerne auch selbst interpretieren und mir euren Kommentar unten in der Kommentarsektion halt da lassen, Freunde. Ich danke euch immer für das Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.